Also schon echt ein Kackgefühl, jetzt trotzdem zu wackeln, weil man trotzdem ja nicht weiß, wie, woran es genau lag. Ja, ja. Und wie es weitergeht. Wie sieht's aus bei euch? Ich würde fast sagen, ich bin aufgeregter als bei dem ersten Run oder bei den ersten beiden Run. Ich bin ja schon, für mich ist es schon der dritte. Ich glaube, für euch teilweise der zweite. Ne? Ich bin da tatsächlich aufgeregter als je zuvor. Aber ist vielleicht ganz gut. Ist halt unsere letzte Chance, sage ich mal. Aber wir halten zusammen und freuen uns auch für jeden, der weiterkommt. Ich bin sehr, sehr aufgeregt, weil das war schon schlimmer als der Korb von einem Typen, zu sagen, okay, du wackelst. Weil eigentlich war ich schon immer sehr selbstbewusst und es hat so ein bisschen gekratzt an meinem Ego. Aber ich denke mir, es wird kommen, wie es kommen wird. Ich hoffe, dass Shai dir überzeugen kann. Kostfinger. Ich bin auch auf jeden Fall aufgeregt. Ich bin aber froh, dass Heidi uns die zweite Chance überhaupt gegeben hat. Viele sind ja auch schon rausgeflogen. Deswegen die Chance ergreifen und das Beste auf jeden Fall jetzt dran daraus machen. Alright. Ich muss sagen, in dieser Runde wirklich, Grace, du fällst am meisten auf, weil du einfach am lockersten läufst. Bei den anderen ist es noch ein kleines bisschen steif, ob das jetzt die Arme sind, die sich nicht mitbewegen, ob das der Gesichtsausdruck, wo man wirklich merkt, die Anspannung gerade. Danke. Nichtsdestotrotz, ich muss mich entscheiden. Und ich würde gerne die drei Damen behalten und mich von den zwei Jungs verabschieden. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Glückwunsch. Danke. Glückwunsch. Dankeschön. Schön, euch kennenzulernen. Ja, ich habe gefreut. Glückwunsch. 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 Vielen Dank. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Gerne. Es ist natürlich schade, dass wir jetzt draußen sind, aber hey, es ist trotzdem cool gewesen, dass wir überhaupt hier die Möglichkeit hatten, uns vor Heidi zu zeigen. Deswegen, hey, ist alles cool. Ich sage ehrlich, lieber jetzt rausfliegen, als dann kurz vor den Top 10. Deswegen, alles cool. Jetzt geht's wieder zurück in die Heimat nach Paris und dann geht's auch weiter mit dem Leben, sag ich mal so. Wir sind in der nächsten Runde. Glückwunsch. Glückwunsch, ihr alle drei. Glückwunsch. Ich glaube halt wirklich, dass das für mich so ein bisschen auch ein Ansporn sein wird für die nächsten Folgen. Direkt mehr zu geben, weil ganz ehrlich, zwei Chancen hat man halt nicht immer. Viel Glück euch noch. Danke, danke, Glückwunsch. Hände schwitzen immer noch, aber ich glaube, aufgrund dessen, dass wir das erste Mal diese ganze Herausforderung gemacht haben, ist es ein bisschen gechillter. Ich habe genügend geübt und ich denke, es wird. Ich habe noch ein paar kleine Tricks im Hinterkopf, das wird. Ich freue mich jetzt und so ein paar Dinge, die ich besser machen will, mal schauen, ob ich das umgesetzt kriege. Ist es schon sehr wichtig, weil ich einfach auch weiterkommen will und mich weiterentwickeln. Ich würde sagen, dass so einiges von heute bzw. dem Walk abhängt. Ultra aufgeregt. Ich habe ja früher getanzt und bevor ich auf die Bühne musste und aufgeregt war, musste ich super drauf Klo. Ich musste super drum für kleine Prinzen. Ich
Ich liebe Challenges. Ich habe auf diesen Moment gewartet. Ich habe dafür trainiert. Und jetzt geht's los. Das Gefühl geht durch den ganzen Körper. Aber ich denke, Gott ist auf meiner Seite. Eigentlich dachte ich, ist es jetzt so besser von meinem Körpergefühl her, weil du jetzt weißt, okay, du bist weiter. Jetzt noch mehr aber Freude und Anspannung. Ja, und jetzt ist mein Herz ist so, aber ja. Jetzt halt nicht mehr, aber jetzt so positiv so. Ihr macht's mir nicht einfach. Ich muss mich entscheiden. Und ehrlich gesagt, ist es nicht immer so einfach. Okay, fangen wir an. Kelvin, es ist heute leider ein Nein von mir. Danke, dass du hier gewesen bist. Dankeschön. Danke dir. Felix, es lief nicht ganz so gut hier vorne. Du warst ein bisschen wackelig auf dem Bein, obwohl du gar keine hohen Schuhe anhast. Das war so eine kleine weirde Kurve. Du musst vorne die Pose treffen, wenn du die Drehung machst. Es muss sitzen. Aber ich weiß, dass ich das kann und ich habe das Feuer und ich habe den Biss dafür und ich werde es dir gerne weiterhin zeigen. Und ich bin mir sicher, dass ich das schaffe. Definitiv. Ich würde dich auch gerne noch mal wiedersehen. Deswegen probieren wir es einfach noch mal. Dankeschön. Ja? Danke. Bis eine Runde weiter. No way! Es war unglaublich. Es war zu krass. Also mein Herz ist die ganze Zeit gerast, gerast, gerast. Unbeschreiblich einfach. Claudio, für mich ist es heute ein Nein. Es tut mir leid. Ich finde dich auch sehr handsome. Siehst auch super gut aus. Danke. Ich danke dir, dass du hier gewesen bist. Dankeschön, dass ich die Möglichkeit hatte. Dankeschön. Mach's Ciao. Gut. Tschüss. Nein. Oh. No? Ja, ja. Oh. Hat heute nicht gereicht. Hm. Ja, trotzdem ist gut, dich kennenzulernen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Es wird mega geil. Ja, schön, dich kennenzulernen. Euch auch. Es war eine mega, mega viel Erfolg dir weiter. Enrico, ich finde, du bist auch echt ein super Typ. Hast einen tollen Look, den man sich auch merken kann. Aber ich nehme dich leider nicht mit in die nächste Runde. Tut mir leid. Danke, dass du hier okay. gewesen bist. Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Kevin, Heidi. Dich finde ich ganz cool. Muss aber auch heute leider Nein sagen. Okay. Danke, dass du hier gewesen bist und es tut mir leid. Alles gut. Vielen, vielen Dank. Mach's Ciao. Gut, Kevin. Ciao. Tschüss. Last but not least, Leon, auch für dich leider ein Nein heute. Du bist auch ein super Typ, siehst toll aus. Aber es ist leider heute Nein von mir. Alles Danke, klar. dass du hier Dankeschön. Gewesen bist. Tschüss, Ciao. Mach's gut. Ich bin natürlich enttäuscht, ist klar, aber ich vertrete das Motto, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Es sollte nicht sein. Ich nehme das nicht persönlich und das ist für mich einfach nur ein Zeichen, noch härter zu arbeiten, weiterzumachen und ihr werdet auf jeden Fall noch von mir hören. 100%. Hat Bestes gegeben. Ja, Mann. Kannst du auch davon sein? Das auch nicht weiter? Wo bist du? Auch nicht weiter. Weiter, weiter. Wir fliegen alle so hin. Wie viele Leute sind wir jetzt bis hierher? Schon von wie viel tausenden Leuten? Von daher ist es auf jeden Fall schon eine Glanzleistung. Gintam! Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks und den Modelalltag? Dann abonnier doch unseren Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen.
Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du hier direkt draufklicken und kannst dir das nächste Video von GNTM auf YouTube anschauen. Du liebst Germany's Next Topmodel und hast keine Lust mehr, irgendwelche Folgen zu verpassen? Dann klick hier, um dir noch einmal alle Folgen in Ruhe auf Join anzusehen.